Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Heute Zeit für ein bisschen Indie-Horror. Heute spielen wir zusammen Power. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und wie ihr seht, es ist auf oder Portugiesisch. Portugies. Da sage ich mal Obrigado for the game. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Es ist so eine Art wie Scream. Man ist im Haus und dann muss man sich umziehen und Leute umbringen und gucken, dass gerade die Polizei ruft. Aber ich würde sagen, man kann es mit Xbox-Controller spielen. Wir starten einfach mal. Seht ihr, das sind die sechs Leutchen. Und wenn ich jetzt noch verstehen würde, was man drücken muss, aber ich habe schon mal kurz getestet. Wegen der Tastenbelegung. Damit es auch ein bisschen flüssiger läuft, gleich am Anfang. Obrigado. Gucken, wie lange ich aufnehme. Also sieht es immer lustig aus. Es macht Spaß. Hab schon mal einen Trailer gesehen. Und er lädt. Das sind wir. Und das ist das Haus. Und ihr seht hier die fünf Typen rumrennen und die müssen wir alle umbringen. Wir müssen es halt so machen, damit uns keiner sieht, ne? Wenn wir jemanden umbringen. Weil sonst rufen sie die Polizei, ne? Der Polizier. Ich kann mich jetzt hier umziehen zum Beispiel. Aber ich darf halt nicht erkannt werden. Sonst ist Kacke. Das ist natürlich jetzt Kacke, dass er da oben rumrennt. Mist. Da unten ist aber eine. Da könnte ich mich hier umziehen, seht ihr? Und dann die tut sie abmurksen, wenn sie nicht abhaut. Shit. Sie ist weg. Shit, ich muss wieder umziehen. Shit! Fuck! Jetzt rufen sie die Polizei! No! Oh, jetzt muss ich sie alle umbringen. Ey, oh, wo kann ich hin? Ich muss sie alle umbringen. Oh, die hat sich versteckt. Oh, die hat sich versteckt, aber wo? Wo hat sie sich versteckt? Sie hat also nicht die Polizei gerufen. Das ist gut. Es hängt. Oh, der will Pizza. Der isst. What? Der isst und kommt wieder zurück. Da können wir uns hier umziehen. Und hoffen, dass uns keiner sieht. Nein, 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 nein. Shit, die ruft die Polizei. Oh, bleib hier, ihr Drecksau. Ich metze euch alle ab, jetzt kommt die Polizei. Shit. Come here. I kill you. Kommst du her? Noch kommt keine Polizei. Sie haben sich versteckt. Da oben. Gucken, wo sie hinrennt. Ah. Mistsau. Ich krieg dich. Ich krieg sie. Die kriegen wir. Shit, da kommen wir nicht durch. Nein, da ruft die Polizei. Shit. Geht da durch? Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Sie kommt.
Ja, komm her. Komm her. Ich krieg dich. Die hat sich versteckt. Jetzt fehlt uns noch einer. Aber wo ist er hin? Er ist ja abgehauen. Die Polizei hat doch keiner gerufen, zum Glück. Jetzt müssen wir ihn halt suchen, ne? Wo ist er hin? Wo könnte er sein? Er kann sich ja überall verstecken. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Mist, wo ist er hin? Wo bist du? Where are you, my friend? Da ist er. Er war in der Kiste. Die Sau. Wo ist er? Hier ist er nicht drin. Oder ist er hier drin? Nein, hier ist er auch nicht drin. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Hundertprozentig in der Küche. Das war doch der, wo Pizza wollte, oder? Wo hat er sich versteckt? Wo bist du? Wo ist er? Wo bist du? Ich will mal kurz umziehen, damit ich sehe, wo er sein rumrennen könnte. Da oben. Er ist runtergerannt. Und nu? Shit! Wo ist er? Da rennt er rum. Da oben rennt er rum. Gut zu wissen. Nein, du Drecksau! Aber Polizei kommt noch keine. Da ist er. Massaker! Con ein Kondrem suara para escapar, ja. Massaker! Wir haben sie alle umgebracht. Nice! Alle tot. Massaker. Aber ich möchte euch nochmal zeigen, wenn jemand die Polizei ruft. Call the police. I will show you. Gleich gepackt, hat gar keiner geschafft, die Polizei anzurufen. Nice! Wie ihr seht, die verstecken sich, da muss man sie suchen, ne? Bevor sie die Polizei rufen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wenn sie die Polizei rufen, was dann passiert. Dann könnte ich der Polizei wagen. Da-dü-da-da, Polizia, Polizia. Maldito. Man kann auch die Musik ändern. Seht ihr, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mich vor der umziehe und die uns sieht. Okay, sie hat es nicht gesehen, die ist blöd. Jetzt ist er aber raus. Jetzt verbreite ich mal Panik. Ja. Ja, mal schauen, ob jetzt jemand Polizei. Ah, seht ihr? Jetzt kommt rechts oben, kommt die Polizei. Jetzt kann man natürlich wieder auf einen Kommet drücken. Ich zeige euch mal, wenn einen die Polizei erwischt. Na, geht's da rein? Es ist so nice. Ja, cool.
Er könnte sich gerne selber runterladen und selber mal spielen. Er macht nämlich Spaß, ja. Seht ihr, hier ist ein Pfeil, ich könnte jetzt nicht kommen. Aber wenn jetzt die Polizei kommt, dann sind wir verhaftet. Polizier, Polizier! No, no, no! Oh, ich komme in den Knast. Oh, Freunde, macht so viel Spaß. Ich spiele so viel. Es macht so viel Spaß. Ich bin halt etwas schlecht. Und jetzt habe ich es ein bisschen runtergestellt schon mit der Auflösung. Mein Laptop ist halt einfach zu langsam. Oh, macht so viel. Es macht so viel Spaß. So much fun. Oh, Ricardo. Police, police. Zack, 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 zack. Oh. Ja. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Bist du? Oh, sie haben die Polizei gerufen. Shit! What? Du Mufu! Jetzt so schnell alle umbringen? Mist! Abhauen. Oh, puh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie sind die Narren da? Der Polizist war. Was ist das? Ja, haben wir sich zwei Schwestern abgehauen. Haben wir nochmal Glück gehabt, oder? Oh, Leute, das macht Spaß, echt. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch gerne selber runterladen. Gibt's auf. Ich hab's auf. Ich weiß gar nicht. GameYard, glaube ich. Aber steht alles in der Videobeschreibung. Macht sehr viel Spaß. Das ist ein Video por Bruna Guetta, Felipe Nani, Diego Kosciusko e Vincenzius Augusto. Illustrações por Cacilar Barbosa. Obrigado! I love it! Es ist ein super Spielchen. Macht echt Spaß. Ich hätte ihm nur zu empfehlen, für zwischendurch mal ein bisschen seine Taktik, muss halt ein bisschen taktisch vorgehen, sich verstecken, bevor man gesehen wird und dann halt die Leute da abmachen, wo keiner so groß hingeht und vor allem schnell sein. Beim ersten Versuch hat es ja richtig gut geklappt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was dazu in die Kommentare schreiben würdet. Zuneigung in jeglicher Art und Weise, in Form und nehme ich gerne an. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet auf meinem Rosti-Kanal. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life, habt Spaß miteinander. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Rosti-Kanal. Bis dahin, ich sage tschö bitte und wiedersehen uns, euer Rostiger Redner, the Rusty Man says, thank you and goodbye. Bye bye. Di-di-di.